Guten Abend für euch alle. Ein letztes Mal für dieses Jahr aus meinem schönen Zuhause hier in Senftenberg. Das ist übrigens eine gute Bezeichnung, weil ich ja immer so ein bisschen hin und her gerissen bin. In Dresden wohnend und hier diese Unterkunft zu haben bei meiner lieben Familie Wendt, das ist ja ein großes Privileg und es geht immer so hin und her und ich dann räume ich das Zeug von da nach da, aber es ist nun mal so, es lässt sich nicht ändern und es ist total schön in Dresden und es ist eben auch ganz schön hier und Heimat ist ja auch so ein Begriff und da gab es mit der neuen Intendanz auch mal so ein kleines Interview mit jedem und was denn Heimat ist für jeden und da habe ich nur gesagt, naja, es gibt so ein Lieblingsbüro, was ich habe in Senftenberg und da gehe ich immer hin und das ist für mich Heimat. Ja, so ist es. Freunde, natürlich, das ist das Wichtigste. Und da kann dann die Heimat fast überall sein. Ja, Menschen, liebe Menschen eben. Das heißt, liebe Menschen, die Liebe, klar. Dann war es ja so kalt die letzten Tage, jetzt hat es getaut, der Schnee ist weg, es ist über Null. Da habe ich gleich wieder nach den Rosen geschaut, aber die sind ganz, ganz erfroren. Und man denkt ja nicht dann, oh Gott, wird das wieder was im Frühling oder so, aber es wird natürlich wieder was. Diese Gewissheit kann man haben und einer, der das gut auf den Punkt gebracht hat, mit wenigen Zeilen, mit ganz wenigen Zeilen, ist der große Johann Wolfgang von Goethe. Kommt Zeit, kommt Rat. Wer will denn alles gleich ergründen? Sobald der Schnee schmilzt, wird sich's finden. Hier hilft nun weiter kein Bemühen. Sind's Rosen, nun, sie werden blühen. Ist doch großartig, oder? Wer will denn alles gleich ergründen? Sobald der Schnee schmilzt, wird sich's finden. Hier hilft nun weiter kein Bemühen. Sind's Rosen, nun, sie werden blühen. Genauso wird's sein. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut und wenn ihr wollt, natürlich bis morgen.